Es war einmal eine Zeit, da gab es einen reichen Mann. Dieser Mann hatte drei kleine Töchter. Zwei seiner Töchter waren sehr arrogant und frech und die andere war sehr freundlich und fleißig. Der Name dieses netten Mädchens war Schöne. Eines Tages erhielt der reiche Mann die Nachricht, dass seine Schiffe im Sturm verloren gingen. Er sagte seinen Töchtern, dass aufgrund dieser Nachricht alles Geld verloren war. Die Schöne war sehr traurig über die Situation des Vaters und tröstete ihn. Die beiden anderen Schwestern beschwerten sich den ganzen Tag über diese Situation. Eines Morgens erhielt ihr Vater die Nachricht, dass eines ihrer vermissten Schiffe im Hafen angekommen war. Meine Töchter, wenn mein Schiff noch intakt ist, bringe ich euch Geschenke auf dem Heimweg mit. Sagt mir, was soll ich euch mitbringen? Ein Diamantring mit einem Rubinstein und ein Goldarmband. Und was ist mit dir, Schönheit? Bring mir einfach eine Rose, Daddy. Als der Vater im Hafen eintraf, nach einer langen Reise, sah er das Wrack seines Schiffes und war sehr traurig. Auf seinem Weg nach Hause ging er durch einen dunklen und kalten Wald. Blitze zuckten am Himmel. Die Bäume waren fast umgefallen von der Stärke des Windes. Dem Mann war so kalt und er war so verängstigt, dass er sich etwas ausruhen wollte. Aber gerade dann bemerkte er ein prächtiges Schloss. Der Mann betrat das Schloss. Hey, ist da jemand? Es war niemand zu sehen. Trotzdem war es drin ziemlich hell und warm. Außerdem war der Tisch voller Essen. Als der arme Mann das Essen sah, konnte er nicht widerstehen und aß alles auf. Bei einem Spaziergang durch das Schloss sah er ein leeres Schlafzimmer und ging hinein und hielt einen angenehmen Schlaf. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fand er neue Kleidung neben sich. Dieses Schloss muss einer guten Fee gehören. Ich wünschte, ich könnte ihr danken. Als der Mann gerade gehen wollte, bemerkte er Rosen im Garten. Ich konnte keine teuren Geschenke für meine Töchter kaufen, aber wenigstens kann ich diese Rose mitnehmen. Der Mann zupfte an einer der Rosen. In diesem Moment war ein sehr starkes Brüllen zu hören. Ein schreckliches Ungeheuer erschien hinter den Bäumen. Der Mann war so verängstigt. Ich habe dich gefüttert. Ich habe dich bequem schlafen lassen. Und du rupfst meine Rosen heraus? Ist das dein Dank? Verzeihen Sie mir, ich wollte nur eine Rose für meine Tochter. Es gibt eine Strafe für das, was du getan hast. Du musst mir die erste Person bringen, der du auf dem Heimweg begegnest. Oder ich fange dich ein und sperre dich für immer weg. Der Mann ritt traurig weg. Er konnte niemanden mehr sehen, ging nach Hause und nur die Schöne wartete auf ihn. Ihre Blicke trafen sich, also sagte er ihr bedauernd, was mit ihm geschehen ist und den Willen des Biestes. Als sie das hörte, wurden die anderen Schwestern sehr sauer auf die Schöne. Wenn du unseren Vater nicht wegen der Rosen gefragt hättest, wäre uns das nie passiert. Was, wenn meine Augen die meines Vaters nur getroffen hätten? Was wäre dann passiert? Ich wollte nie, nie zu einer Bestie. Es tut mir so leid, Daddy. Ich werde alles tun, was nötig ist, um unsere Familie zu beschützen. Wirklich. Der Mann nahm die Schöne mit und ging zum Schloss des Biestes, wie er es versprochen hatte. Sie betraten den Speisesaal. Gerade dann war wieder ein Brüllen zu hören und die Bestie kam in den Saal. Die Schöne hatte Angst,
aber das hässliche Biest sprach sehr freundlich zu ihr. Dein Vater wird mein Schloss verlassen, in kurzer Zeit. Und du? Wirst du weiter hier bleiben? Freiwillig? Ja, ich werde freiwillig hier bleiben. Die Schöne umarmte ihren Vater und schickte ihn nach Hause. Dann begann sie, in das Innere des Schlosses zu gehen und sah eine mit Rosen geschmückte Tür. Neugierig trat sie ein. Ein Klavier auf der einen Seite, eine Schaukel auf der anderen, ein großes Bücherregal und Tausende von Büchern. Der Raum war genau wie in ihren Träumen. Sie sah einen kleinen Zettel auf dem Tisch. Meine liebe Königin, ich möchte dich immer glücklich sehen. Ihre Wünsche sind mir Befehl. Die Schöne dachte, sie wolle ihren Vater ein letztes Mal sehen. Dann ging sie hinunter in den Flur zum Abendessen. Nach einer Weile kam die hässliche Bestie in die Halle. Meine Königin, darf ich Sie zum Essen begleiten? Du bist der Eigentümer des Schlosses, warum fragst du denn mich? Nein, nein, dieses Schloss gehört Ihnen, meine Schönheit. Wenn Sie wollen, gehe ich sofort. Ich bin sicher, Sie finden mich sowieso sehr hässlich, nicht wahr? Die Schöne war sehr überrascht wegen seiner Frage und wusste nicht, was sie sagen sollte. Ich wünschte, wir hätten geheiratet und hätten ein glückliches Leben. Nein, ich will dich nicht heiraten. Die Bestie verließ daraufhin die Halle und er bereitete wunderbare Mahlzeiten zu für die Schöne und war sehr freundlich zu ihr. Als die Tage verging, erkannte die Schöne, dass sie an alles gewöhnt war und hatte eine schöne Zeit mit ihm. Außerdem hatte sie keine Angst mehr vor der Bestie. Eines Tages erzählte die Schöne dem Biest, dass sie zu ihrem Vater gehen wollte, weil sie ihn so sehr vermisste. Natürlich kannst du gehen, aber versprich mir, dass du zurückkommst. Ich verspreche, dass ich in 3 Tagen zurück sein werde. Dann stecke diesen Ring an deinen Finger. Sobald du ihn abnimmst, wirst du dich in diesem Schloss wiederfinden. Die Schöne legte den Ring an und besuchte ihren Vater. Ihr Vater war sehr glücklich, die Schöne zu sehen, aber ihre Schwestern waren sehr eifersüchtig auf sie. Der Ring ist so hässlich. Und der steht dir überhaupt nicht. Die Tage vergingen schnell. Die Schöne blieb dort den 4. Tag lang, weil sie so viel Spaß mit ihrem Vater hatte. Allerdings hatte sie einen schrecklichen Albtraum in dieser Nacht. In ihrem Albtraum stand die Bestie im Garten, traurig und müde. Sobald sie aufgewacht war, erkannte sie, dass sie ihn vermisste. Die Schöne nahm den Ring von ihrem Finger und so fand sie sich plötzlich wieder in ihrem Zimmer im Schloss wieder. Sie eilte hinunter in den Garten. Die Bestie lag im Garten, erschöpft vor Traurigkeit, wie sie es in ihrem Albtraum gesehen hatte. Sie trat an ihn heran und umarmte ihn. Wach auf, Bestie, wach auf! Wenn dir was zustößt, das werde ich mir nie verzeihen! Die Bestie öffnete die Augen. Meine Schönheit, ich dachte, du würdest nicht mehr zurückkommen. Ich wurde krank vor Trauer und ganz schwach. Ich habe es erkannt. Ich habe dich vermisst, während ich weg war und ich liebe dich. Und ich bin freiwillig zurückgekommen. Ich möchte ein glückliches Leben führen in diesem Schloss mit dir. In diesem Moment war es überall voll mit schimmerndem Licht. Sie sah sich um und war erstaunt über das, was geschah. Als sie ihr Gesicht drehte, schaute sie wieder zu der Bestie. Sie sah einen hübschen Fürst an seiner Stelle. Oh, wer sind Sie? Wo ist meine Bestie? Wo ist sie? Die Bestie bin ich, meine Schönheit. Ich stand unter dem Einfluss eines bösen Zaubers. Wenn du mir nicht gesagt hättest, dass du mich liebst, wäre ich eine hässliche Bestie geblieben für den Rest meines Lebens. Die Schöne hatte Glück gebracht.
dank ihres guten Herzens und ihrer warmen Liebe. Nach diesem Tag lebten der gut aussehende Prinz und die Schöne glücklich bis ans Ende ihrer Tage in dem hellen Schloss. Es war einmal eine schöne Prinzessin, die in einem großen Schloss lebte. Zu ihrem Geburtstag schenkte ihr Vater, der König, ihr eine goldene Kugel. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, Vater. Die Prinzessin liebte ihre goldene Kugel. Sie verbrachte all ihre Zeit damit, im Garten mit ihrer Kugel zu spielen. Eines Tages lief sie durch den Garten und spielte mit der Kugel, indem sie sie immer wieder hochwarf und auffing. Die Prinzessin lief auf einen kleinen Teich zu und spielte immer weiter mit der Kugel. Doch plötzlich warf sie die Kugel in die Luft und konnte sie nicht mehr fangen. Die Kugel rollte davon. Meine Kugel! Die Prinzessin lief der Kugel nach, aber sie rollte immer schneller. Schließlich fiel die Kugel in den Teich und sank tief auf den Grund. Oh nein! Die Prinzessin setzte sich neben den Teich und begann bitterlich zu weinen. Meine goldene Kugel! Wie soll ich sie je zurückbekommen? Plötzlich hörte sie eine Stimme. Quack! Meine schöne Prinzessin! Warum weinst du denn? Quack! Sie sah sich um, aber verstand nicht, wo die Stimme herkam. Plötzlich sah sie, dass die Stimme einem Frosch gehörte, der neben dem Teich saß und sie ansah. Der Frosch hüpfte auf sie zu und fragte erneut, als er neben ihr saß. Was ist los, schöne Prinzessin? Warum weinst du? Die Prinzessin war sehr erstaunt, als sie den Frosch sprechen hörte. Ein sprechender Frosch? Wie ist das möglich? Na ja, so ist es nun mal. Ich spreche. Also sage mir, warum weinst du? Als sie sich gefasst hatte, erzählte die Prinzessin dem Frosch, was passiert war. Meine goldene Kugel, die ich von meinem Vater bekommen habe, ist mir in den Teich gefallen. Sie ist auf den Grund gesunken und ich weiß nicht, wie ich sie herausholen soll. Der Frosch hüpfte neben ihre Füße und machte ihr ein Angebot. Meine schöne Prinzessin, ich kann dir deine goldene Kugel zurückbringen, aber dafür musst du mir einen Gefallen tun. Die Prinzessin war neugierig. Was für einen Gefallen? Es wäre wunderbar, wenn wir beide Freunde sein könnten und ich mit dir im Schloss leben dürfte. Die Prinzessin überlegte und nahm dann sein Angebot an. Also hüpfte der Frosch ins Wasser und verschwand. Kurze Zeit später tauchte er wieder auf und hatte die goldene Kugel in der Hand. Er warf sie der Prinzessin zu. Als sie wieder mit ihrer Kugel vereint war, lief die Prinzessin fröhlich zum Schloss zurück. Als der Frosch sie davonlaufen sah, rief er ihr nach. Meine schöne Prinzessin, hast du mich vergessen? Du hast versprochen, mich mit zum Schloss zu nehmen, Quack. Die Prinzessin rief ihm lachend zu. Wie kann ein hässlicher Frosch wie du nur erwarten, mit einer schönen Prinzessin wie mir zu leben? Quack. Die Prinzessin ließ den Frosch sitzen und lief zum Schloss zurück. Am Abend saßen der König, die Königin und die Prinzessin beim Abendessen. Als sie gerade zu essen begannen, hörten sie ein Klopfen an der Tür. Das Dienstmädchen berichtete, dass ein Frosch vor der Tür saß, der von der Prinzessin eingeladen worden war und um Erlaubnis bat, einzutreten. Der König fragte seine Tochter überrascht, Möchtest du mir erklären, was es damit auf sich hat, meine Tochter? Die Prinzessin erzählte, was am Morgen neben dem Teich passiert war. Du hast dem Frosch ein Versprechen gegeben, also musst du es auch einhalten. Der König befahl dem Dienstmädchen, den Frosch hereinzulassen.
Kurze Zeit später öffnete sich die Tür und der kleine Frosch hüpfte herein. Er wandte sich an den König. Guten Abend, meine Herrschaften, und vielen Dank, mein König, für die Einladung. Mit einem großen Sprung landete der Frosch neben der Prinzessin auf dem Tisch. Sie sah ihn angeekelt an. Der König rief nach einem Teller für den Frosch, aber der Frosch unterbrach ihn. Ich brauche keinen Teller, ich kann vom Teller der Prinzessin essen. So begann der Frosch vom Teller der Prinzessin zu essen. Sie war darüber sehr unerfreut, aber sie dachte, er würde nach dem Abendessen sicher wieder gehen, also sagte sie nichts. Aber der Frosch dachte gar nicht daran, nach dem Essen wieder zu gehen. Als die Prinzessin den Tisch verließ, folgte er ihr in ihr Zimmer. Die Zeit verging und der Frosch wurde sehr müde. Meine Prinzessin, ich bin sehr müde. Ich würde gerne in deinem Bett schlafen, wenn ich darf. Weil sie ihren Vater nicht verärgern wollte, erlaubte die Prinzessin es dem Frosch. Der Frosch hüpfte in ihr Bett und legte seinen Kopf auf die weichen Kissen. Die Prinzessin versuchte ihren Ärger zu unterdrücken, legte sich neben den Frosch und schlief ein. Am Morgen weckte der Frosch die Prinzessin. Guten Morgen, meine schöne Prinzessin. Ich habe einen letzten Wunsch. Wenn du mir diesen erfüllst, werde ich danach sofort verschwinden. Die Prinzessin war sehr erleichtert, als sie hörte, dass der Frosch bald verschwinden würde. In Ordnung. Was willst du nun von mir? Der Frosch sah ihr in die Augen und... Ich hätte gerne einen Kuss von dir. Die Prinzessin sprang wütend aus dem Bett. Ach, wie kannst du es wagen? Auf gar keinen Fall! Das Lachen verschwand aus dem Gesicht des Frosches und stattdessen lief ihm eine Träne über die Wange. Die Prinzessin dachte nach. Ach, was ist schon dran an einem winzigen Kuss? Ich werde ihn ja niemals wiedersehen. Also gab sie ihm einen Kuss. Sobald sie das getan hatte, war der Raum von einem hellen weißen Licht durchflutet. Die Prinzessin konnte nichts mehr sehen. Aber kurze Zeit später verschwand das Licht. Als die Prinzessin wieder sehen konnte, traute sie ihren Augen nicht. Dort, wo gerade noch ein Frosch gewesen war, stand plötzlich ein gut aussehender Mann vor ihr. Die Prinzessin war sprachlos. Als sie sich gefasst hatte, fragte sie: Wer bist du? Und was ist mit dem Frosch passiert? Meine schöne Prinzessin, ich bin ein Prinz aus einem weit entfernten Königreich. Eine böse Hexe hat mich mit einem Fluch in einen Frosch verwandelt. Um den Fluch aufzuheben, musste ich eine Nacht mit einer Prinzessin verbringen und einen Kuss von ihr bekommen. Durch dich bin ich von meinem Schicksal befreit und muss kein Frosch mehr sein. Die Prinzessin war sehr überrascht, aber zugleich sehr erfreut. Die beiden gingen zusammen zum König und erzählten ihm, was passiert war. Dies sollte die zweite Lektion sein, die der Frosch dich gelehrt hat, meine liebe Tochter. Man soll niemals jemanden nach seinem Äußeren beurteilen, bevor man die ganze Wahrheit über sie kennt. Der König hieß den Prinzen für noch ein paar Tage in seinem Schloss willkommen. Der Prinz und die Prinzessin spazierten zum Teich, an dem sie sich das erste Mal getroffen hatten. Meine Prinzessin, willst du mich heiraten und mit mir in mein Königreich kommen? Die Prinzessin lächelte und nickte und nahm den Antrag des Prinzen an. In diesem Moment unterbrach ein Geräusch die Stille. Sie sahen sich nach der Quelle des Geräuschs um. Da saß ein Frosch neben dem Teich und sah sie an. Sie hielten den Atem an und warteten darauf, dass er sprechen würde. Aber es geschah nicht. Sie begannen zu lachen. Keine Sorge, kleiner Frosch. Auch du findest eines Tages deine Prinzessin. Sie lachten noch lauter. Nach kurzer Zeit heirateten sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.